Ob Fernseher, Musikanlagen oder Kaffeemaschinen, der Standby-Modus ist praktisch und in vielen Geräten das neue ausgeschaltet. Doch wirklich aus sind die Geräte nicht, denn sie sind in Wartestellung, damit wir beispielsweise mit der Fernbedienung den Fernseher wieder starten können. Dieser Service der Geräte verbraucht aber Strom. Das Vergleichsportal Check24 hat jetzt ausgerechnet, dass etwa 8% unseres Stromverbrauchs durch den Standby-Betrieb von Elektrogeräten verursacht wird. Insgesamt verbrauchen Deutsche dabei jährlich ca. 10,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das ist beinahe die gesamte Strommenge eines mittleren Atomkraftwerks. Wie können wir diesen Verbrauch aber senken? Ganz klar, durch das Trennen der Geräte vom Stromnetz. Doch dabei gibt es etwas zu beachten. Router sollten von anderen Geräten für Updates auch nachts erreichbar sein. Zudem laufen häufig die Festnetztelefone über sie. Und einige moderne Fernseher sollten nicht sofort komplett vom Stromnetz getrennt werden. Während des Standby-Modus führen OLED-Fernseher einen Prozess zur Erhaltung der Bildqualität durch. Andere Fernseher können meist sofort ausgeschaltet werden. Am einfachsten lassen sich Geräte über abschaltbare Steckerleisten komplett vom Stromnetz trennen. Dafür sollten Sie Steckerleisten nur für entsprechende Geräte einrichten. An ihnen können auch Geräte mit externen Netzgeräten praktisch am unnötigen Stromverbrauch gehindert werden.